Der hat ein Exodia-Teil abgeworfen, okay. Ich aktiviere jetzt aber den Effekt hiervon. Übernehmen das Monster so lange. Was ist der Effekt? Achso, ja. Jetzt sind wir aber in Angriffsposition. So. Es geht ja gleich wieder rüber zu meinem Gegner. Deswegen bringt das schon was. Ich könnte jetzt zwar auch opfern, aber dann hätte er wahrscheinlich die Chance, nämlich. Ich riskier's, ich riskier's. Obwohl, genau, warte mal so. Ja, will ich den Effekt aktivieren? Ja, will ich. Effekt aktivieren. So. Ach, von meiner Hand! Oh. Fuck it. Scheiße, jetzt habe ich Kacke gebaut. Ich habe ich habe den Effekt falsch verstanden. Scheiße, das war jetzt dumm von mir. Wenn beschworen wird, vom Gegner. Ich habe gedacht, wenn er auch von mir, kann ich Hand und eins von seinen Monstern auswählen. Scheiße, das war mein Fehler jetzt. Okay, ging da hinten los. Ja, der hatte nur Exodia-Teile auf der Hand. Doch warten soll. Fuck. Ich hab zu viel riskiert. Fuck. Ich hab's mir gedacht. Überspringen. Ah, mein dummer Fehler. Ich hab einen dummen Fehler gemacht. Aber gesehen, der hat nämlich alle Exodia-Teile dreimal im Deck. Das heißt, 50 Karten von seinem Deck sind Exodia-Teile. Ja, jetzt legt er damit wieder los. Oh. Jetzt gleich wieder Topf der Gier und ach, keine Ahnung, was alles. Der hätte schon mal kein Exodia-Teil bei den ersten drei obersten Karten gehabt. Das ist schon mal sehr gut gewesen. Aber ich habe kein einziges Monster auf der Hand. Das ist Kacke. Das ist gerade ganz große Kacke, ne? Dass ich kein einziges Monster auf der Hand habe. Ich hätte ihn sonst nämlich schön richtig nämlich in den Arsch treten können. Oh. Ja, ich will den Effekt aktivieren. Einmal dich hier. Ja, weiter. Und dich hier. Ist ja nichts rum, nämlich keine Karte ziehen darf. Das ist. Really? Alter, zweiter Zug? Wirklich? Alter. Das ist so übel, ne? Das ist so übel. Komm, ich fange an. Das Deck ist so übel, ey, von dem. Lichtschwert, jawohl. Verbannen Zuhörer Karte verdeckt von der Hand deines Gegners. Gibt die Karte während der vierten Standphase deines Gegners nach der Aktion wieder. Okay. Alter. Das ist so übel, ne? Übel. Ne, die noch nicht.
Oh, soll ich jetzt schon aktivieren? Ah, der hat jetzt noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er schon so viele Exodia-Teile auf der Hand hat. Komm, ich aktiviere jetzt. Ist nicht Schwert. Was hat denn? Zauberbrecher. So viele offene Zauberkarten, die der Gegner kontrolliert, wie möglich. Falls du es tust, füge deinem Gegner für jede 5-mal Schaden zu. Oh, nice. Nix so der Teil. Exodia-Teil hole ich mir nicht zurück. Hat er ein Exodia-Teil weggeworfen? Wirklich? Jo, dann hat er da doppelt auf der Hand. Fuck, der hat auf jeden Fall den linken Arm doppelt schon, ey. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Was habe ich da auch? Ich kann nicht sehen, was er da, was ich da hingelegt habe. Vielleicht habe ich Glück, ich habe da richtig dahin getroffen. Ich keine Ahnung. Boah, ich muss Hinne machen, Alter. Oh. Nein, will ich nicht. Wenn ich Glück habe und der beschwört nächste Runde kein Monster und der hat die Exodia-Teile nicht zusammen, dann habe ich nächste Runde gewonnen. Mit Glück. Boah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, jetzt geht... Ah, rechter Arm. Steinstatue. Boah, rechtes Bein und rechter Arm. Welches nimmt er? Azteken? Oh Gott, jetzt kriegt er alle Teile zusammen. Fuck! Das kann nicht wahr sein, ne? Das kann nicht wahr sein. Ey, das ist so übertrieben, dreimal Exodia im Deck zu haben. Alter, das ist so extrem. Genau, direkt hier, Topfer Gier. Genau. Freundliche Wohltat. Und 3 Geki, yo. Na, Steinstatue hat er jetzt bestimmt verdeckt gelegt. Könnte ich drauf verwenden, Steinstatue, ne? Ja, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Aber wenn ich jetzt Lichtschwert aktiviere, bringt's eh nichts. Also, ich sehe nur sein Monster. So, ja, doch, soll ich aktivieren. Ob ich jetzt aktiviere oder nächste Runde ist. Topf der Gier, genau. Topf der Gegensätzlichkeit. Topf der Gier, war klar. Hätte ich aber auch genommen an seiner Stelle.
Kleinen Moment. So. Musste gerade einmal kurz mit meiner Mutter quatschen. Wegen PC abholen, weil ich mir einen neuen Prozessor bestellt habe. Die kriegen dann von mir meinen alten Prozessor rein. Ja. Da muss ich aber mit meiner Mutter abklären, wann ich dann den PC abhole, um den einbauen zu können. Weil meine Mutter und mein Vater, die haben davon von Tut und Blasen keine Ahnung in Sachen PC. Ich hatte so vorhin versucht anzurufen, da waren sie aber nicht zu Hause. Passiert halt. Deswegen habe ich jetzt einmal so abgeklärt. Stimmt, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Das habe ich nicht nachgedacht. Drei Züge kann ich wieder nicht angreifen. Drei Züge lang. Zeigt meine Mütze richtig? Ja, okay. Alter, drei Exodia-Köpfe hat der auf dem Hand. Drei! Ey, jetzt, wie soll ich sowas schaffen? Nummer 57, dreiköpfiger Staubdrache. Ja, die sechste Staffel bin ich ja momentan am durchgucken hier. So, zumindest bin ich gerade am schauen. Eigentlich ganz geil hier mit den Nummernkarten. Hat schon was irgendwie. Freue mich auch schon drauf, hier hinzukommen. Bin mal gespannt. Wie habe ich noch nicht geguckt? Das gucke ich mir nach Sechsel an. Da bin ich auch mal wieder gespannt, wie arg wie sein wird. Ups, falsch. Setzen. So. Jetzt macht er wieder seine übertriebene Kompi. Tupf der Gier, freundliche Wohltat. Oh, ach, keine Ahnung, ey. Ist auch übertrieben, was er da macht, ey. Topf der Gegensätzlichkeit, war klar. Wenn der Topf der Gier aktiviert, dann aktiviere ich hier Staubtornado. Müsste eigentlich damit funktionieren, glaub ich, ne? Aber freundliche Wohltat. Freundliche Wohltat ist auch natürlich gut, ne? Müsste eigentlich damit gehen. Na, warum zerstört das? Ey, mal ganz ehrlich, ne? Das ist so scheiße. Also, weil sie ja nicht eine Konterfallenkarte ist, ey. Ich hasse sowas manchmal. Fuck. Ich wollte die verdeckt setzen. Jetzt habe ich mir selber Duell verkackt. So kann man natürlich auch beim Mittelfeld aufräumen, ne? Ey, ich denke jetzt gerade nicht nach, ne? Scheiße. Ich baue gerade selber eine Scheiße nach der anderen. Eieiei. Wie viele Karten hat er jetzt wieder von Exodia auf der Hand? Kann ich nicht eine Deckenkarte haben, womit ich seine Hand sehen kann? Das würde mir jetzt gerade so viel. Ah, ja, genau. Lichtschwerter, danke. Staubtornado wäre jetzt gut gewesen. Scheiße, dafür muss ich Staubtornado aufheben. Ah, okay. Staubtornado für Lichtschwerter aufbewahren. Das muss ich mir merken. Gazelle, König der mystischen Bestien. Wirft Exodia-Teil ab. Dem fehlt dann garantiert nur noch ein Exodia-Teil.
Oder zieht er jetzt gleich? Ich sehe es doch schon kommen. Er zieht jetzt gleich gegen die Exodia-Teil. Er hat gerade gezogen. Alter Finne. Kann doch nicht so schwer sein, gegen Exodia anzukommen. Ja gut, wenn man so viele Exodia-Teile im Deck hat, dann ist das schwer. Ja, Fusion wäre jetzt geil gewesen. Hätte ich jetzt mal Fusion. Ja, Gegner kontrollieren, der und der. Hätte ich jetzt mal Fusion. Das wäre richtig geil. Hätte ich direkt in der ersten Runde Gas. Nee, scheiße. Chimera. Nein, will ich nicht. Ja, will ich aktivieren. So, Staubgranate und weg mit den Lichtschwertern. Er kann maximal 3 Teile Exodia gerade auf der Hand haben. Maximal. Aber ich warte noch, bis ich das aktiviere. Obwohl, wenn er jetzt auch schon 3 Teile hätte, dann würde ich garantiert eins treffen. Nein, will ich immer noch nicht aktivieren. Ja komm, aktivieren wir jetzt. Oh. Ich hoffe, ein Exodia-Teil ist das dabei. Weil ich es zerstöre. Oder zumindest nicht zerstöre, sondern weghaue. Da hat er schon mal den Exodia-Kopf. Da hat er schon... Oh, schwarzes Loch. Er nimmt den Exodia-Kopf wetten. Er nimmt den Exodia-Kopf. Ich hab's mir gedacht. Alter, hör mal auf, Alter! Boah, ich ahne nichts Gutes. Alter, ich ahne wirklich nichts Gutes gerade. Bitte, 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 bitte. Fuck, da hat er schon mal die Lichtschwerter. Linker Arm. Oh nein. Linkes Bein. Oh fuck, der zieht sich jetzt die passende Karte raus, ne? Und jetzt verloren wetten. Ach. Es ist so nervtötend, gerade aktuell. Es ist so nervtötend. Normalerweise müsste ich mir ein Deck bauen, was gegen sowas hilft. So schlimm. Ich habe jetzt eigentlich theoretisch... Was hat er jetzt da liegen? Ich wette mit dir. Oh. Ja. Ich wette, der hat da garantiert wieder als Monster mit 2200 F, ne? Ja. Ich hab's mir gedacht. Das ist ein Erdmonster, ne? Ja, das ist ein Erdmonster. Scheiße, kein Donner.
Ich komme aber auch gerade noch nicht dagegen an. Das ist das Problem. Genau, Freunde. Jetzt legt er seine Combo wieder los. Alter, er schmeißt zweimal Topf der Gier weg? Dann hat er nur Exodia-Teil da auf der Hand. Nur. Aber ich komme nicht an dieser Death vorbei. Das ist das Problem. Scheiße. Würde ich an der Death vorbeikommen, dann wird er sofort schon liegen. Ich komme nicht an dieser verfickten Death vorbei. Das regt mich gerade extrem auf. Ich komme nicht vorbei. Ich ziehe nicht die passenden Karten dafür. Ich schmeiße auch schon ein Exodia-Teil weg. Ich komme nicht dran vorbei. Schön, dass ich hier gerade so viel Staub noch habe.